Guten Tag, meine Freunde. Nun ist es ja raus. Wir hauen das erste Album von Soulgrinder plus die Demo nochmal als Doppelvinyl raus in einem wunderschönen Gatefold-Cover. Wir haben dazu auch noch eine neue Grafik angefertigt, damit ihr euch mal veranschaulichen könnt, wie wir das genau meinen. Die eine Platte mit dem Demo-Cover, die andere Platte mit dem Album-Cover. Und das als wunderschönes Gatefold. Ne, das sieht richtig toll aus. Die eine Schallplatte blutrot, die andere schneeweiß. Und extra für Vinyl wird das gemastert. Das ist ein richtig tolles Produkt halt, ne? Wie viele andere KKR-Produkte auch, eigentlich alle. Husten. Und was soll ich jetzt sagen? Ja, mit dem. Genau, und für die anderen, die Vorbesteller von dieser EP, Lifeless, die jetzt limitiert ist in drei verschiedenen Splatter-Auflagen. Die gehen auch sehr gut weg. Die eine ist schon vergriffen, von den zwei sind auch nur noch wenige da, ne? Also wer jetzt mit dem Gedanken spielt, hole ich mir die auch noch, hole ich mir die nicht? Ja, dann, ich kann nur sagen, wartet nicht so lange, ne? Weil die gehen echt gut weg. Und was ich noch sagen wollte, jedenfalls habe ich mir gedacht, für die Leute, die bisher die EP vorbestellt haben und uns unterstützt haben mit der Pre-Order, die sollten auch einen kleinen Bonus erhalten. Ich habe euch alle in ein Kundenkonto eingepflegt, die Vorbesteller von der Lifeless. Ihr bekommt automatisch, wenn ihr euch jetzt einloggt und noch diese neue Doppel-LP im Gatefold-Cover haben möchtet, bekommt ihr automatisch einen um 5 Euro reduzierten Preis angezeigt. Diese 5 Euro möchten wir euch zurückgeben, ich und die Band, weil ihr uns ja unterstützt halt. Ne? Das ist auch eine feine Sache. Haben oder nicht haben. Jedenfalls ungefähr 8 Leute, glaube ich, die haben ihr Kundenkonto gelöscht nach der Bestellung. Wenn die sich jetzt neu anmelden, die kriegen natürlich einen anderen Preis angezeigt, den regulären Preis. Den kann ich nur, wenn ihr jetzt das Video seht, schreibt mich an, ich weise euch dann einer Kundengruppe zu, vergleicht das, dass es auch alles seine Richtigkeit hat, ne? Und dann bekommt ihr auch den 5 Euro Rabatt. Also ist für alles gesorgt. Des Weiteren habe ich mir noch was anderes Lustiges überlegt, wo ziemlich jeder Bestellung jetzt lege ich sowas Tolles dabei. Habe ich jetzt mit Photoshop ein bisschen zurecht gemacht. Da ist ein QR-Code drauf und mit dem kann man nur gewinnen. Denn wenn ihr den zu Hause einscannt, den QR-Code, dann steht da drin zum Beispiel, du hast einen Download-Code gewonnen. Da steht gleich die Zugangsdaten drin, der Download-Code kannst du gleich eingeben, kannst du gleich ein anderes Album herunterladen. Dann steht auch mal drin, du hast, keine Ahnung, 3 Euro Rabatt bei der nächsten Bestellung, kannst du eingeben. Dann, oder es wird auch noch Schallplatten kommen, die man dadurch gewinnen kann. Und ihr müsst einfach mal einscannen und den Anweisungen folgen. Und ich denke mal, ist auch eine gute Sache, dass jeder noch ein bisschen was gratis abstauben kann. Downloadcodes, Vinyl, CDs, ne? Oder was so alles gibt, was ich so alles gemacht habe. Und das Video geht jetzt schon wieder viel zu lang. Okay, dann denkt an die KKR-Card und bis dann, ne?